Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Wir sind mal wieder auf dem Silberteam. Ja, das ist ja schon etwas länger her, als wir das letzte Spiel damit gemacht haben. Aber ich habe mir gedacht, wir haben mit so viel Gold gespielt und ich habe einfach mal wieder Bock, mit den Silberjungs zu zocken. Außerdem, ja, ich bin momentan so ein bisschen in der Planung wegen dieser neuen Serie. Ich denke mal, es wird dann doch leider erst Sonntag werden. Aber wie gesagt, Wochenende auf jeden Fall und da ist ja Sonntag der letzte Tag. Da wird das dann auf jeden Fall angekündigt werden, beziehungsweise sozusagen die Startepisode erscheinen. Ich habe wirklich momentan echt sau viel zu tun und jetzt Wochenende und so auch noch dazu. Ja, kennt ihr ja. Aber jetzt hoffe ich erstmal, dass wir einen Gegner finden, weil wir haben schon wieder ein bisschen später. Ja, sehr schön. Gucken wir mal. Nee, das. Ja, so passt das. Sehr schön. Ja, passt wunderbar. So gefällt mir das. Mal gucken, was er hat. Ah, brasilianisches Team. Hulk, Enrique, Wellington, Bastos, Robinho, Kaká, Dedé, Dante, Felipe Luis, Mariano und Arthur Moraes. Joa. Joa, er hat ein bisschen oft nicht auf die Position geachtet. Ich meine, er hat trotzdem 96 Chemie und starke Einzelspieler. Beşiktaş Fürth, okay. Vielleicht ein türkischstämmiger, der in Fürth wohnt oder sowas in die Richtung. Wer weiß das? Gucken wir mal, was wir holen können. Ich habe schon echt lange nicht mehr mit dem Team gespielt, aber eigentlich für dieses Team, ja, das geht eigentlich immer. Da muss ich mich eigentlich nicht einspielen. Oh, scheiße, mein Akku ist alle. Es ist schon wieder passiert. Ich muss das Kabel reinstecken. Es ist ganz gut, dass gerade Einwurf war. Ich habe nämlich das Kabel direkt neben mir liegen. Deswegen passt das. Durchlassen. Ah, hat er gegrätscht hier direkt. Vorne durch, Pucki. Außen. Ah, da sollte er ihn nicht so spielen, aber Beiße kommt hier fast noch an den Ball dran. Schade, schade. Ja, nächste Woche wird es dann auch losgehen mit sozusagen den Themen. In Anführungszeichen. Es wird dann wahrscheinlich jeden Tag eine Episode von der neuen Serie erscheinen. Und dann. Oh, fuck it. Pucki hier. Ja, hier nimmt sein Verteidiger ihm fast noch einen Ball ab. Jeden Tag eine von der neuen Serie, eine Episode. Weil das wollte ich ja extra so haben. Weil das ist auch ganz gut so. Ich meine, bei so einem Pack and Play, Pack Trade and Play und sowas. Ich meine, da haben wir ja immer viel zu tun. Deswegen ist es ganz gut, wenn da jeden Tag mal eine Folge rauskommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass ab und an mal, je nachdem, in was für einer Phase wir gerade sind, hört sich beschissen an, aber ist so, dass wir da auch mal zwei Folgen am Tag bringen können, weil es kommen ja eh immer drei. Und deswegen kann ich dann gucken, wie ich das immer variiere. Das ist dann immer so ein Überraschungseffekt. Und ja, wie ich schon gesagt, ich will dann nächste Woche auch mit den Themen anfangen, definitiv. Das war diese Woche wegen, ja, nicht so viel Zeit und sowas, weil ich will das natürlich auch planen. Also ich fange jetzt nicht einfach, ich laber ja so schon immer über irgendwas, aber ich meine mit den geplanten Themen in Anführungszeichen. Hüpf, sehr schön. Traoré. Und jetzt hier Dembele durch. Ah, aber da hat er dann noch einen richtig schönen Tempowechsel gemacht und Dembele fackelt das Ding halt hier einfach mal mit voller Wucht rein. Ja, da hat er sich eine Lücke gerissen gehabt. So. Er wollte da ein bisschen durchdribbeln. Ja, das versuchen sehr viele, aber ich glaube, in über 1000 Spielen hat das gegen mich noch keiner geschafft, komplett durchzudribbeln, wirklich. Es sind schon einige bis zum Abschluss gekommen, wenn ich nicht so richtig aufgepasst habe und so. Aber ich glaube, ein Tor hat noch keiner gemacht in 1000 Spielen. Deswegen mache ich sowas auch nicht. Ich spiele dann nach dem Anstoß immer nach hinten. Leitner. Ah, da kommt dann auch mit dem Schiff DD dazwischen. Schade. Ich überlege gerade, wenn ihr das Video seht, habe ich denn dann schon die. Nee, da habe ich die Abschlussepisode noch nicht gedreht, sozusagen für die neue Serie. Ich habe da nämlich nochmal so zwei, drei Fragen. Also, ich habe mir das erstmal jetzt so gedacht, auf jeden Fall mit so 10, 7,5K Goldpacks anzufangen. Und dann halt sowas mit Traden und mit Packs ziehen, das Team aufbauen. Aber mit dem Trading-Kapital halt keine Spieler kaufen, sondern Packs kaufen. Und je nachdem, wie weit fortgeschritten, schade, Dembele hier. Je nachdem, wie weit fortgeschritten unser Team dann ist, können wir dann auch irgendwann mal darauf umswitchen, dass wir vielleicht das Trading-Kapital, also das normale Spielkapital, setzen wir immer in Packs, nur dass wir das Trading-Kapital dann irgendwie ab einer bestimmten Zeit, ja, jetzt zum Beispiel, für Spiel, ach, nicht zum Beispiel, sondern für Spieler einsetzen.
Ich will den Jubel eigentlich gar nicht machen. Ich bin eigentlich schon beim Abbrechen. Weil das ist, denke ich mal, ein bisschen interessanter. So haben wir dann immer noch die Packs mit drinne wegen den Spielen, aber halt auch so, dass wir uns so mal Spieler dazu kaufen können mit unserem ertradeten Kapital. Ich denke mal, das könnte so interessanter werden. Ich denke mal, allgemein kann das eine sehr interessante Serie werden. Am Anfang bin ich auf jeden Fall erstmal gespannt, was wir so ziehen. Vielleicht ziehen wir ja gleich so einen David Villa in Form oder was gibt's noch im Team of the Week? Burak in Form. Das wäre geil. Und dann gleich noch Snyder Galatasaray Edition dazu und dann ist alles okay. Ja, ich weiß übrigens, dass man eh nur noch die Edition ziehen kann. Das ist mir bewusst. Das muss mir keiner erzählen. Ich bin da wirklich gespannt. Es kann natürlich auch voll in die Hose gehen und wir haben ein übelstes Müllteam und müssen damit trotzdem erstmal so die Spiele machen. Aber das hat so ein Pack and Play dann halt leider... Was ist jetzt los? Oh. Ja, okay, der Gegner sieht, glaube ich, zum allerersten Mal in diesem Spiel meinen Torwart. Und ja, ne? So viel dazu. Aber ist nicht so schlimm. Ich meine, wir gewinnen das Ding eh. Und ich halte das Ding hier auch noch. Sehr schön. War auch nicht gut geschossen. Und ich glaube, er hat den Balken... Wenn der Balken nicht weit genug im Grünen ist, abseits hier beißt er, wenn der Balken nicht richtig im Grünen ist, sieht man, glaube ich, auch an der Kopfbewegung, wohin er schießt. Ja, ich meine, das ist auch, glaube ich, so halb Einbildung auch, also ganz sicher bin ich mir da nicht, aber es hat schon ziemlich häufig geklappt. Wir schießen jetzt mal so ein paar Longshots hier raus, weil leider Gegner nicht unbedingt sehr stark. Und ich kann es ja... nochmal, nee, darüber rede ich jetzt doch nicht mehr. Darüber habe ich jetzt schon so oft geredet, das lasse ich jetzt weg, definitiv. Ich bleibe lieber noch ein bisschen bei der Serie, weil ich versuche natürlich jetzt, in den Videos habe ich jetzt öfters darüber geredet, aber das mache ich auch nur, damit ihr dann auch Bock darauf habt. Das heißt, ihr gebt ja dann immer schön in den Kommentaren, ja, da schreibt ihr dann zum Beispiel, ja, Pack and Play ist geil oder ist scheiße oder macht das so und so. Und somit kann ich halt immer meine Vorstellungen noch ein bisschen nach den Wünschen anpassen. Und deswegen werde ich auch bis zur ersten Folge, die dann wahrscheinlich Sonntag kommt, immer mal so ein bisschen darüber reden. Und wenn sie dann Sonntag kommt, ja, dann seht ihr ja, für was ich mich entschieden habe. Was natürlich nicht heißt, dass wir da nicht noch irgendwas ändern können. Ja, hier wollte ich dann ein bisschen irgendwie zu easy. Dembele... Ja, Gegner macht hier ein paar so gefährliche Moves, würde ich mal sagen. Ich denke mal dann Sonntagmittag, ich meine, da hat jeder Zeit, dann können alle gleich die Pilotfolge anschauen, würde ich mal nennen. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie das abgeht. Und vor allem, das habe ich ja eigentlich schon erzählt, glaube ich. Habe ich das schon erzählt? Heute Morgen im Let's Play habe ich es, glaube ich, erzählt, wegen meiner scheiß Trade-Pile, weil wir nehmen ja natürlich einen neuen Account und das Ding ist halt, ich muss erstmal auf Level 12 spielen, bis ich die größere Trade-Pile habe zum Traden dann, weil 40 Plätze brauche ich schon eigentlich. Und das Ding ist halt, man darf pro Tag ja nur 2000 EP dazu verdienen, das heißt, das ist so im Schnitt, am Anfang ist natürlich ein bisschen mehr, aber so ab Level 8 oder so ist das ein Level am Tag, dann brauche ich jetzt noch irgendwie, keine Ahnung wie viele Tage, nein, ich flanke jetzt nicht rein, ist mir ein bisschen zu blöd, ich laufe jetzt mal hier zurück, Caligiuri, Traoré durch, scheiße, abseits, jedenfalls braucht man, keine Ahnung, 6-7 Tage oder sowas, wegen dem scheiß Tageslimit da. Ich weiß nicht genau, wie viele Punkte man insgesamt für Level 12 braucht. Auf jeden Fall bin ich auf dem einen Account, den ich jetzt aber doch nicht mehr nehmen will, wäre ich jetzt auf 10 gewesen. Das heißt, da hätte es nicht mehr lange gedauert. Das Problem wäre eher gewesen... erstmal jetzt hier. Aufpassen ganz kurz. So, also, das Problem wäre... was laber ich denn da? Der eine Account, den ich nutzen wollte für diese neue Serie, der wäre jetzt Level 10 gewesen, aber ich habe mich irgendwie umentschieden, weil irgendwie habe ich mal reingeguckt, den Account hat schon ein Kollege gespielt, erstmal hat den ganz komischen Teamnamen und zweitens sind da schon 10 Spiele mit gemacht, ist auch ein bisschen blöd, deswegen lieber einen frischen Account, da habe ich natürlich dann noch größeres Problem, weil da muss ich dann in Level 1 starten. Also ich meine, das geht natürlich schnell, wenn man Spiele macht, aber ich würde so dann vielleicht mal einen Tag richtig durchzocken, dass ich das an einem Tag voll habe, aber EA erlaubt es ja nicht, weil dieses 2000 Tageslimit da ist. Ich wusste davon vorher gar nichts, vorher war mir diese Leiste eigentlich relativ egal, weil ich hatte in meinem Hauptaccount von FIFA 12 noch 50 Level oder so mitgenommen. Das ist übrigens nicht der Still Ballin Account, wo wir jetzt drauf sind, hier bin ich jetzt erst auf 50 oder so.
auf dem anderen Account, da hatte ich schon den letzten Jubel, diesen geilen, den man eigentlich nie sieht. Also den sieht man, puh, keine Ahnung, ich sehe den so alle 100 Spiele mal. Ich weiß auch nicht, wie er heißt, irgendwas Wurm oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, der war ganz witzig. Den hatte ich gerade freigeschaltet und dann habe ich mich dafür entschieden, meinen Account zu wechseln. Tja, bad luck, würde ich mal sagen. Also Gegner hier leider mal ganz kurz zum Spiel, jetzt natürlich auch. Pucki haut das Ding hier einfach unter die Latte. Leider Gottes ist er nicht ganz so gut. Also nach vorne hat er zwar vielleicht manchmal ganz kurz gezeigt, dass er schon ein bisschen was kann in FIFA, aber nee, also sorry. Ich will jetzt hier auch keine Tore mehr machen, weil ich hätte jetzt hier auch schießen können. Aber wenn ich ehrlich bin, das ist wieder so ein Spiel, wo ich einfach nicht will, dass der Gegner quittet. Und ja, jetzt dann wird bestimmt wieder sowas kommen, ich spiele Liga und sowas. Ja, ich kann es halt nicht wirklich jedes Let's Play erwähnen. Es ist mir klar, dass nicht jeder jedes Video schauen kann. Aber ich glaube, mit so ein bisschen Recherche findet man ganz schnell raus, warum ich momentan in Anführungszeichen noch keine Liga spielen kann. Wie man bestimmt schon in einigen Videos gesehen hat, ich bin auch hier in dem Account in Liga 1. Ich habe mit meinem ehemaligen Account, ist ja egal, was der für einen Namen hat, habe ich, keine Ahnung, 20, 30, 40 Mal, ich glaube, ja, 40 Mal kommt schon eher hin, Liga 1 gespielt. Ich rechne gerade durch. Doch, das kann gut passen, ja, so 40 Mal Liga 1 durchgespielt. Und das Ding ist einfach, da hatte ich noch, in Anführungszeichen, normales Internet. Jetzt mit meiner Leitung, ich kriege übrigens hier, wo ich jetzt gerade wohne, keine bessere Leitung. Das ist das Beste, was hier geht. Und es ist einfach so, das Ding, es wird bei mir jedes dritte, maximal vierte Spiel quittet vom EA-Server. Also jetzt nicht vom Gegner, sondern der EA-Server bricht einfach die Verbindung ab und ich fliege raus. Das Komische dabei ist halt immer, ich bin im Internet noch ganz normal drin, also Google, im Forum oder sonst wo. Also ich klicke dann immer schnell irgendwas an und das ist noch alles connected. Auf jeden Fall könnt ihr euch vorstellen, gibt es dann immer eine Niederlage. Das heißt, im normalen Saisonmodus gibt es ja insgesamt 10 Spiele und ich hätte dann effektiv in Liga 1, um den Ligatitel zu gewinnen, immer so 6 bis 7 Spiele, weil diese Disconnects, die kommen wirklich in dieser Regelmäßigkeit auch. Und das ist halt dieses riesige Problem. Es gibt mal ganz, ganz selten, vielleicht mal einen Tag, wo es dann wirklich ohne Disconnects läuft, aber das ist halt nur in 5% der Fälle der Fall. Gegner ist hier komplett angepisst, ja. Ja, jedenfalls, es liegt halt an der Verbindung und dann Liga 1 brauchst du 7 Spiele zum Titel und dann müsste ich halt wirklich jede Ligasaison alle Spiele gewinnen. Also alle Spiele, die halt nicht abgebrochen werden und das wären halt effektiv wirklich nur 7. Es wäre auch die eine oder andere Saison dabei, wo nur 6 Spiele da wären. Und jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, ist ja scheißegal, ob du Titel gewinnst oder nicht. Es geht nur darum, dass du da die Spiele machst. Nee, sorry. Also wenn ich eine Liga spiele, dann will ich die Liga gewinnen und will nicht verdammt angepisst sein, wenn die Verbindung quittet von EA und ich zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe jetzt 6 Spiele gemacht oder so, 5 gewonnen und jetzt quittet dann irgendwie wieder die Verbindung. Auf jeden Fall, sagen wir mal so, der Quitt versaut mir dann zum Beispiel die Meisterschaft und so. Ich habe da überhaupt keine Lust drauf. Sobald das mit der Connection stimmt, können wir das gerne machen. Ich habe ja, wenn ich ehrlich bin, auch richtig Bock da drauf. Aber ich kann mir das nicht antun. Also ich habe mal ab und an natürlich einen Testlauf gemacht. Also ich habe mir jetzt schon wie viele Episoden... 150 rum und da habe ich natürlich ab und an mal so einen Test gemacht, aber also das heißt so einen Tag lang und dann so 5, 6, 7 Ligaspiele und dann war es immer so, dass fast die Hälfte von den Spielen abgebrochen ist und ich habe schon mal erzählt, hier im Pokal ist mir das sowas von Latte, ob da ein Spiel abbricht und dann fange ich halt einfach den Pokal wieder von vorne an, aber wenn in der Liga ein Spiel abbricht, keine Ahnung, zum Beispiel 4 Spiele gemacht, 3 Spiele gewonnen, 1 verloren und dann gibt es 2 Quits hintereinander, was gut und gerne bei mir sehr häufig passiert, also diese Quits häufen sich dann auch ganz gerne mal direkt hintereinander und dann sieht es halt so aus, dass wir statt 4 gemachten Spielen 6 auf dem Konto haben und statt einer Niederlage auf einmal 3 auf dem Konto haben. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf, weil man muss einfach die Saison dann trotzdem noch zu Ende spielen. Und ach nee, das wäre für mich nur Stress. Ich habe keinen Bock da drauf, ich hätte daran keinen Spaß. Und aus diesem Grund sieht es momentan so aus, wie es aussieht.
Ja. Und noch was dazu, wenn wir dann Liga 1 spielen, werden wir auch nicht, keine Ahnung, dreimal am Tag Liga 1 spielen, weil das Ding ist einfach, Liga 1, ja, ich sag mal so, zum Teil sind da natürlich auch gute Gegner dabei. Ich meine, manche machen so, als ob die Liga 1 jetzt hier total heftig wäre und so. Also ich habe die Liga 1 oft genug gewonnen und auch öfters ohne eine Niederlage. Also ich finde sie jetzt nicht so überkrass. Das Ding ist halt, ich habe die Liga nur gespielt mit voller Konzentration, ohne Let's Play. Das heißt, es könnte gut sein, dass wenn wir dann Liga spielen, dass ich natürlich nicht mehr so krass auf irgendwelche Themen eingehen kann. Das sollte natürlich klar sein. Ja, das wäre so der Hauptpunkt. Und ich meine, das mit den Themen, das ist ja auch sowas, was viele als positiv betrachten. Und ja, wäre halt auch schon ganz schade, wenn das dann komplett wegfällt. Und deswegen wäre das dann vielleicht einmal Liga pro Tag, einmal Pack and Play, einmal Pokal. Dann hätten wir alles mit drinne. Da müssen wir jedenfalls mal gucken, weiß ich noch nicht. Ja, jetzt habe ich es aber wirklich nochmal erklärt und ich werde mir dieses Video auch markieren, dass ich dieses Video dann immer unter die Kommentare posten kann, weil es ist halt wirklich schwer, immer das in den Kommentaren zu erklären und in diesem kleinen Blogtext kannst du halt auch nicht alles hinschreiben, wisst ihr? Ist auch ein bisschen blöd. Also um das plausibel zu erklären. Ich denke mal, jetzt wurde es verstanden. Wenn nicht, auch kein Problem. Nachfragen erkläre ich dann nochmal. Aber dann in den Kommentaren halt. Also nochmal im Video jetzt wahrscheinlich nicht. Das wäre ein bisschen zu übertrieben. Ja, also hier auf dieses Spiel, da musste ich mich wirklich überhaupt nicht konzentrieren. Nach vorne kam, glaube ich, überhaupt nichts. Außer ein Elfmeter. Und ja. Wir hätten hier einiges mehr Tore machen können, aber na, warum sollten wir? Gegner hat ordentlich zu Ende gespielt, hat keine Faxen gemacht. Finde ich gut. Gucken wir mal hier nochmal an, wer hier Spieler des Tages ist. Pucki, Tore Dembele 2, Pucki 1. Spieldetails. Joa, ist denke ich auch ganz klar. Was? Wo kommen denn... Echt? Also ich war echt nicht. Ich habe mich, glaube ich, dann gar nicht aufs Spiel konzentriert, weil ich weiß gar nicht, wo diese Schüsse daherkommen. Ich weiß nicht, auf was für einem Planeten ich da geschwebt bin. Naja, ist ja auch Latte. Ich würde sagen, das wäre es von mir gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und ab ins Forum. Das wäre es von mir gewesen. Macht's gut. Ciao.